Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Battlefield 4 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie beginnt zu und wir spielen Rush. Habe ich zumindest so vor. So. Na? Fehlerhafte Übertragung. Weiß ich nicht, die Map finde ich jetzt nicht so geil. Gerade für Rush finde ich das nicht so pralle. Aber was soll's, spielen wir natürlich trotzdem. Runde hat auch gerade erst angefangen. Dann spielen wir wieder den blöden Unterstützer, weil ich... Was ist los? Hä? Was ist jetzt? Okay, wahrscheinlich nicht genug Player da gewesen, oder was? Ärgerlich. Manchmal ist es ärgerlich, muss ich sagen, hier. Okay, es ist zumindest noch ein anderer da. Müssen den Spaß hier ja verteidigen letztendlich. Gucken wir, ob wir drüber hüpfen. Toll, können wir nicht. Ja, ist noch besser. Verarsche ich oder was? So, jetzt ging's auf einmal. Alter. Wir sind da mit Fahrzeugen angerückt. Komm, ich flipp noch aus. Campen jetzt in dem Moment hier erstmal. Gucken, wie die versuchen hier reinzukommen, ist die Frage. Okay, sind auf jeden Fall hier auf der linken Seite. Versuchen nicht hier über rechts zu kommen im Moment. Was ich persönlich interessant finde. Der scheint sich ein bisschen mehr nach rechts zu verlagern. Oder auch nicht. Gucken einfach mal ein bisschen. Scheiße, ey. Ich glaube, wir haben uns beide ganz schön erschreckt. Wir hätten ihn beinahe kaputt gehabt. Da hinten, der ist natürlich gut dabei. Probieren wir mal davon zu profitieren, wo er ist. Wir machen ja einen auf Sniper. Bisschen. Der Feind hat Einsatzziel Alpha scharf gemacht. Den da hinten müssen wir kaputt machen. Den haben wir sogar. Meine Fresse. Aber die Position hier ist ein bisschen scheiße, ey. Ah, fuck, ey. Von dem da oben wurden wir kaputt geschossen. Laber nicht. Echt jetzt? Krass. Ich habe gar nicht gesehen, dass der auf uns ausgerichtet gewesen wäre. Ja, super. Alpha ist jetzt hier im Eimer. Mal gucken, dass wir Bravo hier in ein gutes Schussfeld bekommen. Ist das unserer? Der wurde kaputt gemacht, das ist gut. Okay, der ist down. Da hinten sind Leute. Bravo, haben wir nicht wirklich gutes Sichtfeld. Gucken, ob da hinten der noch da ist. Der scheint hier nichts abzudecken, aber da oben ist einer. Wo er hinläuft. Läuft hier runter. Wo genau? Da ist einer. Da sind mehrere. Oh, fuck it. Das war zu langsam. Und da oben ist einer wieder. Scheiß Scharfschützen. Ich wollte gerade zum Schuss ansetzen. Wir sind alle tot. Ich würde sagen, dann gehen wir hier oben rum, weil da Bravo wird gerade arg unter Bedrängnis gesetzt. Okay, der ist gesprengt worden. Das ist natürlich ungeil. Und wo werden wir hier abgeballert, bitte? Hey,
Gucken, dass wir hier irgendwie eine Position finden, die für uns machbar ist. Den haben wir. Den haben wir auch. Heilen. Oh fuck. Eben einmal. Was aber? Wo ist Bravo? Ich weiß, dass man es länger aufladen kann. Problem ist, wir kriegen Bravo nicht abgedeckt, Mann. Was soll das? Ah, wir müssen zurück. Scheiß drauf. Rückzug. Oh, ich hasse es. Rückzug ist immer kacke. Muss dich neu orientieren, du musst so weit zurückrennen. Ich greif lieber an, ehrlich gesagt. Orientieren wir uns mal bei Alpha, das ist ein bisschen vorgesetzt. Hier kriegst du da ein bisschen hier mit reingelegt. Wir gucken, dass wir uns hier an dem Kamm ein bisschen positionieren. Einige Leute. Okay, sind wir raus. Das wollen wir natürlich nicht. Sind wir spotten hier? Kommen aber auch nicht bei, ne? Der Hügel da ist eigentlich eine gute Position. Alles mal spotten, was wir spotten können. Oben ist ein Scharfschütze. Hinten läuft einer. Kriegen wir den auch down? Auf die Entfernung wahrscheinlich eher nicht. Haben wir. Super. Da kommt ein Hubschrauber, scheiße. Gucken, ob wir den auch down bekommen. Oh, da ist einer. Okay, wir müssen runter. Scheiße, kack Hubschrauber, ey. Da hat uns direkt unter Feuer genommen. Jawohl, so muss das doch. Schön, dass er hier kaputt gemacht worden ist. Gehen mal hier hin, weil wir da wieder Richtung Alpha tendieren können. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass sie so weit zurückbleiben. Hier ist da gelandet. Diese Vögel teilweise auch, die erschrecken mich schon. Das gibt's ja gar nicht. Uppapa, nicht mit mir, Kollege. Von wo auch immer, du Arsch. Der ist da auf dem einen Hügel links. Der Scharfschütze. Das ist ein Problem. Wir kommen hier jetzt nicht wirklich wieder raus. Kriegen wir den down oder nicht? Kriegen wir nicht. Boah, fucking hell. Rest heilen. Meine Fresse, ey. Scheiße. Irgendwie eine bessere Positionierung bekommen. Okay, auch wenn da die Schüsse gerade einschlagen, wir laufen trotzdem hier rum. Oh, wow. Hölling fuck. Vor uns, scheiße, ich glaube, das wäre einer von unseren Leuten. Meine Fresse, ey, was geht das hier ab? So geil. Da hinten hat sich einer versteckt, habt ihr den gesehen? Wahnsinn. Na komm.
Wie man immer dort spawnt, wo man gar nicht hin will, ey. Das kotzt mich ein bisschen an. Will nicht hier auf der linken Seite sein. Ich will auch mit dem Hubschrauber hier hinten nichts zu tun haben. Gehen wir mal hier unten rein. Der Feind ist in unser Netzwerk eingedrungen. Systeme verabschieden. Oh fuck, ey. Die haben auf jeden Fall Alpha kaputt gemacht. Gucken, ob wir den geheilt bekommen. Den da zumindest. Meine Fresse, wie unsere Leute hier aber auch sterben, ey. Wow, fuck, wie wir gleich sterben. Jetzt haben sie eine Granate geschossen, ey. Scheiße. Gut, wie sie da oben das jetzt unter Kontrolle haben. Oh je. Yeah. Die Animation immer gut. Müssen uns was überlegen, wie wir da rüberkommen. Am besten sicher rüberkommen, vor allen Dingen. Jetzt gucken wir hier rein. Sind da jetzt Leute oder nicht, ist die Frage. Ich glaube eher nicht im Moment. Vielleicht können wir den da retten. Boah, scheiß Granate, leck mich doch am Eimer. Ist natürlich super, wenn du da dann nicht wegrennen kannst, weil du unter einem LKW-Anhänger liegst. Super. Okay. Der hat hier alles eher im Blick, würde ich sagen. Bringt uns doch nicht so viel. Müssen wir mal gucken, dass wir hier Bravo geschützt halten. Oh shit. Ein Kacken-Drecks-Hubschrauber schon wieder. Hier kriegt ein bisschen HP hingelegt, wie auch immer. Ich sehe nur einen von uns. Gehen wir hier in den Schatten. Oh, da kommt schon wieder ein Fahrzeug, ey. Hoffentlich sehen die uns hier nicht. Oh, natürlich sehen sie uns. Und wie? Fuck. War ja klar irgendwo. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Und zwar jetzt, wo ich gesehen habe, dass man da so eine Treppe hoch kann. Oder eine Leiter, besser gesagt. Das würde ich gerne mal testen. Ob wir da vielleicht mit dem Sniper eine gute Position hätten. Oh nein. Tolle Wurst. So, einfach mal hoch. Geht ja ein ganzes Stück weit hoch. Jawohl, Bombe ist auch entschärft, das ist praktisch. Tolle Position, muss ich sagen. Schön weit oben. Könnten rein theoretisch sogar noch weiter hoch. Machen wir das mal. Einfach aus Testgründen. Mal so weit wie möglich nach oben. Das ist ja der Hammer, ey. Und du könntest sogar noch weiter hoch. Nee, weiter hoch will ich nicht. Da wird mir noch schwindelig. Halten wir mal hier Bravo unter Kontrolle. Das Gute ist, von hier aus müssten wir eigentlich ganz gut die Leute kaputtballern können, wenn sie hier versuchen, das Terminal zu hacken. Guck mal, da ist so einer, oder? Schnell nachladen. Tot. Hier ist noch einer gewesen. Frage ist, lebt er noch? Wie sieht es beim Terminal aus? Sieht ganz gut aus. Die haben nur noch zwei Tickets. Die Position hier ist schon geil zum Verteidigen, also richtig cool, muss ich sagen. Gucken wir mal, wie wir abgeschnitten haben. Ich vermute fast, dass wir relativ schlecht abgeschnitten haben.
von der Kill-Death-Ratio her. Okay, Sturmsoldat, Sniper haben wir 2000 Punkte gemacht. Präzisionsgewehr auch ein bisschen gelevelt. Sehr nice, 4 Ordensbänder. Und 4-6 ging eigentlich, waren im Mittelfeld. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.